So Leute, damit sind wir wieder zurück im FM 13 mit der SG Wattenscheid. Nächste Aufnahmesession. Und ja, wir haben jetzt doch noch zwei, drei Spiele zu bewerkstelligen, bevor die Winterpause ist, dann die Winterpause an sich. Und dann wollen wir natürlich einiges wieder voranbringen. Bevor wir jetzt aber gleich gegen Düren rangehen. Ja, gut, Weihnachtsfeier haben wir geplant. Ich muss nämlich jetzt hier doch mal ein bisschen gucken, was ich vielleicht noch vergessen habe. Probetraining Trag könnte man theoretisch auch mal machen, ja. So, da gehen wir nochmal eine Autogrammstunde. Da gehen wir nochmal so essen mit der Mannschaft. Und, mal ganz kurz ein bisschen hier leiser machen. Sound. Jetzt müssen wir gegen Düren also ran. Düren in der Tabelle auf Rang 12 sind sehr gut gestartet in die Saison. Waren anfangs weit oben. Mittlerweile sind sie auf Rang 12 hinter uns. Und wir sind auf Platz 10, haben jetzt zuletzt wieder verloren. Werfen wir da nochmal einen Blick auf unsere Ergebnisse, die wir zuletzt hatten. 0:2 in Oberhausen verloren, davor 2:0 gewonnen, 4:0 gewonnen, 0:3 verloren, 1:0 gewonnen, 3:0 gewonnen. 4:0 war allerdings, muss man ja kurz dazu sagen, nochmal ein Freundschaftsspiel, was wir da quasi hatten. Und ja, jetzt gilt es für uns in erster Linie wieder zu punkten. 22 Punkte haben wir schon für die Hinrunde und zwei Spielen. Also da könnten wir durchaus gut dabei sein. 10 Punkte aktuell Vorsprung vor Rang 15, vor allem Alemannia Aachen. Und ja, da oben ist es theoretisch auch nicht viel weiter weg. Also 10 Punkte auf Rang 1. Wir sind quasi momentan, wenn man es so möchte, noch im doch durchaus soliden Mittelfeld. Wir können aber auch ein paar Plätze noch relativ gut machen, wobei wir aber auch sagen müssen, wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen von unserer Stärken, wir wissen aber auch unsere Schwächen und da ist Rang 10 vollkommen in Ordnung. Werfen wir aber nochmal einen Blick jetzt auf Dürens Saison bisher. In den letzten 5 oder 6 Spielen vielmehr haben sich 4 Niederlagen kassiert, einmal gegen Düsseldorf 2 gewonnen, gegen wen auch sonst, und gegen Rot-Weiß 1. Wir können hier nochmal einen Blick auf den Anfang der Saison werfen. Da haben sie gegen Bocholt 0:0 gespielt, gegen Aachen 1:1 gespielt. Ein Tischspiel gegen Aachen. Ja, nicht wundern, dass ich gerade jetzt hier ab... dass ich hier gerade ein bisschen ins Stottern komme. Nee, das hat mich gerade ein bisschen durcheinander gebracht. Ich habe nämlich einen Privatspielstand auch am Laufen. Tatsächlich mit Aachen. Und haben hier gerade wirklich die Spieler durcheinander gebracht. Aber klar, dass das gleich ein Spieler da spielen. Hat mich aber gerade ein bisschen durcheinander gebracht. Ja, also da haben sie 2-1 gewonnen, 1-2 von. Obwohl, die haben eigentlich gar nicht so viel gewonnen, ne? Punkte haben die gar nicht am Anfang geholt. Und nur viele Siege eigentlich. Also 2 Siege sogar weniger als wir. Also. Viele haben die auch nicht gemacht. Gut, die haben 4 Tore, haben sie weniger geschossen, haben 3 mehr reingekriegt. Das müssen wir natürlich jetzt uns zu nutzen machen, dass wir in Düren, wie gesagt, die Punkte holen. Und ja, ich habe mir so ein bisschen nochmal Gedanken gemacht. Aufstellung, also selbst wenn wir wollen, können wir eigentlich gar nicht großartig was ändern. Aber weil wir die Spieler nicht dazu haben, für die Breite. Und es auch andersweitig keinen Sinn machen würde. Also wir werden wieder mit 10er Mjotke, Bradaric und Renke in der Verteidigung spielen. Ansonsten, also da hat sich nichts viel geändert. Ansonsten spielt jedes als Linksaußen für Irschilova, der ja verletzt ist. Er wird auch, denke ich mal, ab 24.12. der wird nicht mehr zum Einsatz kommen. Jetzt hier in der Hinrunde. Weil wir auch sagen müssen, dass ja auch Anfang der Rückrunde ist. Ne? Also das dürfen wir nicht vergessen. 16. und 17. Spieltag sind und der 18. müssen wir wieder gegen Preußen Münster ran. Die sich aber, muss man jetzt auch sagen, oben festbeißen. Und gegen die haben wir zumindest einen Punkt geholt. Das gucken, ob uns das wieder gelingen wird. Bin gespannt, aber erstmal spielen wir jetzt gegen Düren im Textmodus. So, los jetzt. Heute werden hier ganze Kerle benötigt. Der Platz ist nach dem tagelang Regen, sehr tief, das wird Kraft kosten. Eine vermeintliche Absetzung von Anafi wird zurückgeführt, aber es war wohl gleich hier. Mike Uwe versucht es aus fast 30 Meter aus dem Stand. Staub hat
mit dem Aussetzer keinerlei Schwierigkeiten. Also da müssen wir wirklich aufpassen. Führen müssen wir auf jeden Fall ernst nehmen. Und sie kommen über Mike Owusu. Owusu zirkelt ein falsches von links vor das Tor, staut, bleibt auf der Linie und Peter Lela verpasst da in die Tunnel nur knapp. Ja, also bis jetzt verletzt sich Müller auch noch nach dem Zweikampf gegen Adis Omer Basic. Hoffen mal, dass wir den jetzt nicht auswechseln müssen. Heiß muss zum ersten Mal angreifen. Mjotke passt auf links hinaus zu Yildiz, dessen Flanke landet am Fünfer zu Timur Kesim, der diesen Kopfball nicht drucksvoll genug überbringen kann. Yannick Thiessen, Thiessen, kann den Ball sicher fangen. Also Müller kann weiterspielen, Gott sei Dank. Und nein, bitte nicht. Bitte, lass das Tor nicht zählen. Wirklich, wir machen Fair Play, weißt du, und die Gegner scheißen drauf. Schöster erzielt aus kurzer Distanz ein Tor für Düren, nachdem Foul reklamiert wird. Wird er vom Schiedsrichter Daniel Urban befragt, schreitet aber alles ab, der Treffer gilt. Ja, klasse. Super. So haben wir uns das ja ganz sicher vorgestellt. Ein Pass von Cinic. Zirgenic durch die Beine von Lela findet Umut Yildiz im Strafraum. Dieser fackelt die lange, schießt aus 14 Metern Hocken links und untere Eck ab. Und ich weiß nicht, ob ihr das gleich gehört habt. Ich habe hier ganz leicht eine Torhymne gehört. Also ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum die Torhymnen mal spielen und mal nicht. Mal sind sie laut, mal sind sie nicht laut. Also es verletzt sich. Unter Kim Sané bringen. Super, jetzt kriegt Yildiz eigentlich die Chance dafür, Jezilova sich mal zu zeigen. Schafft es auch mit einem Tor. Verletzt sich dann. Aber wir haben da ein Linksaußen in der Jugendmannschaft. Vielleicht kommt die Chance für Klaustrophobia noch. Na, mal gucken. So. Kesim bleibt drinnen. Casalino kommt jetzt mit raus. Natürlich ärgerlich, wenn wir einer der besten Verletzte unternehmen muss, ne? Adam Matuschik versucht es aus fast 30 Metern aus dem Stand. Staut hat mit dem Aussetzer keinerlei Schwierigkeiten. Kriegt immer Panik, wenn der Aussetzer steht, ne? Ich denke immer, der Ball breit einmal auf und dann fliegt er irgendwie unglücklich ins Tor. Hamza Salaman. Salman. Also Salman für Dennis Brock. Okay. Es spielt auch schon wieder scheiße. Düren spielt jetzt schnell und schnürkelt das nach vorne. Hanafi nimmt Owusu auf links mit großen, mit der großgewachsene Stimme, aber steht zum Grunde geflankt nach innen. Im Zentrum steigt Jannitz am höchsten, verpasst das Tor aber nur knapp. Und Ecke wieder über Mike Owusu, staut, ist aber zur Stelle, an den Ball sich abfangen. Marc Brasnic für Hanafi. Die sind doch alle tot. So, Stromberg. Stromberg kommt für Schlössler. Löser. Also ich sollte wirklich, ich sollte echt mal anfangen, richtig zu lesen, ey. Das ist nicht normal. Spreche ich hier einen Nachnamen überhaupt mal richtig aus? Oh, Alter. Alter. Freischuss aus dem Halbfeld. Jakubowski fälscht den Ball mit
gefährlich für seinen eigenen Torhüter. Abdekul klatscht an die Latte des Wattenscheiderkastens. Staudt hat bei dieser Aktion wehgetan, kann aber wohl weitermachen. Das wäre noch schöner, wenn wir jetzt den Torwart in der letzten Minute ausbilden müssen. Ja! Nein! Schöne Kombination von Wattenscheid. Müller trifft, steht aber dabei knapp in Abseits. Nein. Feier und Leid. So nah beieinander. Alter. Wir dürfen dieses Spiel auf keinen Fall verlieren. Und so ist es. Also, Spiel wird pünktlich beendet. Wir trennen uns gegen Düren mit einem 1:1 Unentschieden. Es ist wieder ein Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Ja, wir haben dieses Spiel zumindest gegen einen Konkurrenten nicht verloren. Was auch schon mal wichtig ist. Wie gesagt, das sind alles Punkte, die wir mitnehmen müssen. Und jetzt, Hauptsache, jetzt gibt es dann nicht im nächsten Part dann die Rache von Fortuna Düsseldorf 2, ne? Gefühlt jeder hat gegen die gewonnen. Ich wäre sauer, wenn wir es nicht schaffen würden. Die Fans sind glücklich, die Spieler nochmals treffen zu können. Die Spieler sehen ein, dass die Fans wichtig sind. Ihre Beliebtheit steigt um 2 Punkte. So, also Jeschilova fällt 2 Wochen aus. Meier fällt 4 Tage aus. Yildiz für 2 Wochen aus. Fibricio fällt aus. Los. Klaustrophobie. Darfst du dich mal zeigen? Kann man gar nicht sprechen. Ey, die Teamdynamik, ne, die ist sowas für ein Arsch. Und wir haben auch so viele Spieler, die spielen bei uns überhaupt gar keine Rolle, ne? Also das muss man dazu sagen. Wir haben gefühlt so einen festen Kern. Kader, dass da vielleicht der eine oder andere frustriert ist, kann ich ja sogar nachvollziehen. Ja, meint er, können die ständig. Also, letztes Spiel warst du absolut scheiße auf gut Deutsch. So, dass ich das so sagen muss, aber. Wenn alle nicht ständig in Topform spielen, ja, das ist mir auch schon klar, aber. Alter, dass der jetzt ausgerechnet ausfällt. Oh, hoppala. Kein Spieler versetzen. Einflussreiche Spieler. Wir haben keine Führungsspieler, wir haben keinen Anführer. Alles echt. Dafür konnte man konnte doch aber auch. Fällt mir nämlich jetzt erst auf, ich habe gar keine Aufgaben verteilt, ne? Anfang der Saison. Obwohl das in Ordnung geht. Ja, in Ordnung, sind überall die Besten, aber müssen vielleicht an der Taktik ein bisschen noch was ändern. Dürfen nicht mit so viel Einsatz spielen. Spielen es jetzt hier mal mit, weil ich merke einfach, dass die Frische der Spieler da ganz schön dran leidet, wenn die ganze Zeit so richtig Vollgas-Fußball gespielt wird. Und, ach Gott. Leute, wir haben hier das Wichtigste vergessen. Wir haben nicht auf die Statistiken geguckt. Wir haben nicht auf die Ergebnisse geguckt. Wir haben nicht auf die Tabelle geguckt. Gott, oh Gott. Da war ich jetzt gerade so im Flow, wegzudrücken. Nehmen wir jetzt einfach mal so hin, ne? Viele können ja für die Realität nichts. Weil, wenn es jetzt, wenn das Spiel jetzt mit Realität wäre und die Vergabe wäre so gewesen, dann hätte ich doch dann extrem Zweifel gehabt an der Ausrichtung. So,
auch wenn bis zu 28 noch einiges an Zeit ist, aber gut. Im Nachgang, ja, haben wir nicht, also an 10 sind wir weiterhin 3 Punkte jetzt vor ein Vorsprung. Ja, da haben aber auch einige hinter uns gepunktet. Ne? Düsseldorf 2 hat gepunktet. Überraschung. Düren hat gepunktet. Aalen hat gepunktet. Lippstadt hat gewonnen. Aber alles im Allen sind wir. Haben wir einen Punkt auf. Ja, ausgebaut. Gut, Mannschaft der Woche wird keiner von uns gewesen sein. Dürfte wohl klar sein. Und den nehmen wir auch ab. Also das finde ich sehr enttäuschend. Also hier A, B, Jugend, da passt, also da kommt ja wirklich gar nichts nach. So, wir haben noch 2 Spielerwünsche. Spielerwünsche, jetzt habe ich natürlich die Liste nicht hier. Also, kann sein, dass ich es im Nachgang, jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Aufnahmesession, aber im Nachgang nochmal abänder. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Namen genommen. So, Nico Richter. Nein, ich auch, die müssen wir auch wegschicken. Aber es rückt nichts nach, es rückt. Leute. Oh. Hamburg hat mit die beste Jugendarbeit. Also generell ist die Bundesliga hier ganz gut dabei, ne? Also, wenn man das mal sieht, hier 1, 2, 3, 4, 5 Deutsche unter den ersten 10. Holland aber auch 2-mal vertreten. Ja, und was sehen wir? Unter den Top 20 ist nicht eine Mannschaft aus England. Was mich ein bisschen überrascht, tatsächlich Real Madrid mit dabei. Also die haben anscheinend eine richtig gute Arbeit. Wollen wir ja mit Wattenscheid auch mal hin, ne? Aber das wird schwierig. Wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Da soll mal einer sagen, FM ist unrealistisch. Schalke letzter, dann Hertha, Bochum, Augsburg. Also die sind ja wirklich alle unten gut. Union, Frankfurt. Sind ein bisschen weiter oben anzusiedeln. Hoffenheim vielleicht noch ein bisschen tiefer. Vielleicht auch. Aber ansonsten. Finde ich, sind die letzten 4 nicht unrealistisch. Schalke habe ich doch mehr erwartet. So. Bild passt einfach so nicht, ne? Für die Mannschaftsausstellung passt das Bild einfach überhaupt nicht. Oh. Gut, wir könnten natürlich mit Kim Sané spielen, aber... Wir probieren es im nächsten Part mit Klaustrophobie in der Startformation. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne ein Like und einen Kommentar da lassen. Würde wahnsinnig helfen und würde mich sehr drüber freuen. Und wenn euch das sehr gut gefallen hat, könnt ihr natürlich den Kanal auch gerne kostenlos abonnieren. Vergesst dann aber auch nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr zukünftig nichts mehr verpasst. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, haut rein.